Geschichten. Einfach Geschichten, die faszinieren mich. Geschichten von Menschen, Lebensgeschichten, Frauengeschichten. Ihre ganz persönliche Geschichte. Was hat sie geprägt? Was bewegt sie? Oder bewegt sie etwas? Was? Sie erzählen aus ihrem Leben. Ich lasse ihnen zu und schreibe es dann auf. Ich freue mich drauf. Guten Abend miteinander. Guten Abend. Guten Abend. Wir haben jetzt einfach vorher nicht gehört, was in der Ansage gesagt worden ist. Das sind jetzt einfach zwei Frauen, die ich irgendwo treffe. Ja, keine Ahnung, wer sind, wie sie heissen. Und ich probiere jetzt einfach ein bisschen etwas aus ihnen rauszuholen. Es gibt ganz einen kurzen ersten Teil. Und da bitte ich Sie, Sie beide, ganz präzise und kurz zu antworten. Also keine Geschichte daraus zu machen, sondern nur so quasi so ein Schnellfeuer links und rechts. Wie heissen Sie? Ivan Brunner. Das ist Ihr Name? Charaputo. Wie bitte? Charaputo. Und der Vorname? Ramona. Ramona. Sind Sie Italienerin? Ja, mein Vater kommt aus Sizilien. Ah, dann sind Sie eine Seconda. So halb. So halb? Ja, ich bin eine Primadonna. Eine Primadonna? Schon seit 40 Jahren. Schon seit 40 Jahren. Gut. Wie alt sind Sie? 64. Was ist Ihr Geburtsjahr? 1978. Und beruflich, was tun Sie? Haben Sie überhaupt einen Beruf? Ja, ich habe einen Beruf. Aha. Durchaus. Ich bin Leiterin vom Kompetenzzentrum Integration und Gleichstellung vom Kanton St. Gallen. Und Sie? Haben Sie auch einen Beruf? Ja, ich bin ehrenamtlich rundum tätig. Haben Sie ein Beispiel dafür? Ja, also die Frauenzentrale, das Frauenhaus, die Bersinger Stiftung, Stiftung für staatsbürgerliche Erziehung und Schulung. Sollen wir noch weitermachen? Ja, ja, sicher. Ja. Das ist gut. Ist gut. Ja. Der berufliche Werdegang, wie sind Sie geworden, was Sie heute sind? Ich bin ursprünglich Primarlehrerin gelernt, ja. Habe das eine Weile gemacht, habe nachher studiert. Internationale Beziehungen in Genf. Bin dann eine kurze Zeit beim EDA, beim Eidgenössischen Departement für Auswärtige Angelegenheiten in Bern. Und jetzt doch schon bald 6 Jahre hier beim Kanton St. Gallen. Ja. Wäre eigentlich schön, jetzt hier weiterzufahren. Aber wir müssen da hin wissen, berufliche Tätigkeit. Also was haben Sie gemacht? Ja, wie sind Sie? Was haben Sie gemacht nach der Schule? Nach der Schule habe ich medizinische Praxisassistentin gelernt. Dann bin ich, habe ich einen Sprachaufenthalt gemacht. Dann bin ich zurückgekommen. Dann habe ich in der Textilindustrie geschafft. Nachher bin ich Mutter gewesen. Das ist ja ein ganz strenger Beruf, etwa 8 Jahre lang nur Mutter. Ja. Nachher habe ich nochmal in die Schule gehen und dann habe ich Detailhandelsfachfrau gelernt und bin dann in dem Beruf 25 Jahre tätig gewesen. Das ganz, ganz spannend. Wir kommen darauf zurück. Gut. Wo wohnen Sie? In St. Gallen. Sind Sie immer in St. Gallen gewesen? Nein, überhaupt nicht. Ich bin in Wiel gewesen, ich bin lange in Genf gewesen, ich habe noch in Bern gelebt und jetzt seit 6 Jahren wieder da zurück in St. Gallen. Dialekt noch, aber sind Sie St. Gallerin? Ja, in Wiel geboren. In Wiel geboren. Was bezeichnet Sie als Ihre Heimat? Also meine Heimat ist eindeutig St. Gallen. Mhm. Ich bin hier aufgewachsen, ich bin dann mal so ein bisschen in die Fremde gegangen und bin wieder zurückgekommen. Und mein Lebensmittelpunkt von mir und von meiner Familie ist St. Gallen. Ganz klar. Mhm. Private Frage. Wir haben gehört, Mutter, wie viele Kinder? 3 Kinder und 7 Enkel. 3 Kinder und 7 Enkel? Geheiratet, ledig? Geheiratet, ja, Kind, nein. Gut, nehmen wir zur Kenntnis. Es ist eine spezielle Frage. Was würden Sie machen, wenn Sie vom Mann 4 Wochen einfach die Ferien geschenkt bekämpfen? Würde ich anfangen? Ja, sicher. Also, wenn ich 4 Wochen Ferien geschenkt bekämpfe, ich habe noch so einen zweiten Lebensmittelpunkt, und das ist Italien, dann würde ich gerne den ganzen Stiefel abfahren, und zwar von der Mittelmeerküste unten bis Sizilien und nachher wieder darauf die Adriaküste. Das wäre mein Traum. Und wie abfahren? Mit dem Auto, mit dem Velo? Mit meinem wunderschönen Cabrio. Mit dem Wunderschönen, oh, da komme ich auch noch mit. Ja, genau, ganz genau. 4 Wochen ist ja noch glatt, aber was würden Sie jetzt machen, wenn Sie einfach ein halbes Jahr lang jetzt einfach frei könnten machen, was Sie heute?
Ja gut, ich habe mir jetzt vorher überlegt, was Yvonne gesagt hat. Ich glaube, ja gut, das wäre eigentlich auch mein Traum, habe ich mir vorher überlegt. Aber ich finde eigentlich, mein Traum wäre so weit wandern. Ich tue sehr gerne weit wandern, sehr lang. Und das Engadin finde ich super, das Dessin sowieso. Und ich glaube, ich würde einfach anhängen bis auf Sizilien. Ja, das ist ja gut. Finde also. Ich super. Und sie würde einfach sie wieder mitnehmen, wenn sie nicht mehr mögen, mit dem Gabriel. Ja, sehr. Der Mann würde ich auch mitnehmen. Wird dann halt ein bisschen eng. Dann wird es halt ein bisschen eng. Aber wir werden dann trotzdem schauen. Gut. Nächste Frage. Was möchten Sie können, was Sie nicht können? Das hat auch ein bisschen mit Vorstellung, mit Traum zu tun. Kommt denn die gleiche Frage auch bei? Ich glaube, das wäre bei mir schon ein Instrument. Ich glaube, Akkordeon, seit ich den Goran Kovacevic gehört habe, finde ich schon, ja, das müssen wir eigentlich genauso, mindestens genauso können. Also bei mir ist es ganz etwas Banales. Ich würde wahnsinnig gerne Velo fahren. Ich muss das noch vielleicht noch ganz kurz erklären. Ja. Ich habe da, wo ich jung war, ist das wirklich so gewesen, dass also die Buben in der Familie ein Velo bekommen und die Mädchen einen Bus abonnen. Ja. Also, es hat sich nicht gehört für ein Mädchen, dass sie Velo gefahren ist in der Stadt St. Gallen. Ja, das ist heute kaum mehr zum Glauben. Ja. Und wo unsere Kinder, wenn sie ins Velofahreralter gekommen sind, haben wir dann gefunden, jetzt muss die Mutter auch lernen, Velo fahren. Und die Mutter war so zitterig auf dem Velo. Und ich konnte schon treten, aber ich hatte so Angst im Verkehr. Aber ich hätte es eigentlich immer gerne gemacht. Kleine Tipps gibt jetzt Elektro-Velo. Also, es ging auch noch für Sie. Eine grosse Chance, das auch noch zu können. Gut, wir kommen zum zweiten Teil. Und in dem zweiten Teil dürfen Sie ruhig auch ein bisschen ausholen. Also nicht mehr einfach nur so gerade hin und her. Provokative Frage. Sie sind ja in dem Moment auch, leben auch in der Schweiz. Aber beide die Frage, sind Sie eine Schweizer Durchschnittsfrau? Frau Scharfbutter? Schwere Antwort. Ich bin jetzt echt ein bisschen überfordert mit dieser Frage. Nein, ich glaube, also meine Frage ist wirklich, wer ist eine Schweizer Durchschnittsfrau? Aha, diese Frage habe ich eigentlich fast erwartet. Darum kommt die andere Frage. Was schauen Sie als eine Schweizer Durchschnittsfrau an? Ja gut, wissen Sie, in meinem Beruf bin ich in der Art eigentlich damit beschäftigt, um immer die Sachen sehr differenziert anzuschauen. Und darum ist das tatsächlich eine schwierige Frage, weil wir wissen, das ist extrem unterschiedlich. Gut, wenn eine durchschnittliche Schweizer Frau berufstätig ist und für ihr Leben selber aufkommt, ja, dann bin ich schon eine durchschnittliche Schweizer Frau. Gut, damit ist natürlich auch eine ganz grosse Aussage gemacht, berufstätig heute, oder? Für ihr Leben selber aufkommt. Ja, schauen wir das als Durchschnitt an. Sind Sie eine Durchschnitts- oder Schweizer Durchschnittsfrau? Also ich habe mir die Frage natürlich auch gestellt. Es hat eine Phase in meinem Leben gegeben, in der ich absolut keine Durchschnittsfrau war, weil ich habe relativ früh wieder angefangen zu arbeiten, wo meine Kinder noch klein waren. Und da war da überhaupt nicht gefragt. Also ich hatte Gott sei Dank eine liebe Kollegin, die im gleichen Quartier gewohnt haben. Gell, Monika? Wenn wir dann können Kinder hüten. Aber es war nicht sehr erwünscht, dass man hier als Mutter von drei Kindern arbeiten gegangen ist. Also in dem Sinn bin ich hier sicher keine Durchschnittsfrau gewesen. Und auch die gleiche Frage noch, was würden Sie jetzt als Schweizer Durchschnittsfrau heute anschauen? Also für mich persönlich gibt es keine Schweizer Durchschnittsfrau, weil ich erlebe nicht so viele verschiedene Lebensmuster in all den Bereichen, wo ich tätig bin, dass ich kenne diese Frau nicht. Die gibt es für mich nicht. Ja. Der Meinung bin ich eigentlich auch. Wenn Sie jetzt auf Ihr Leben bis jetzt zurückschauen, was, das gilt für beide übrigens, und da dürfen Sie jetzt ruhig ein bisschen ausholen, was empfinden Sie für das, was Sie bis jetzt gelebt haben, als vielleicht einmalig, speziell, vielleicht sogar außerordentlich? Gibt es so etwas? Patschara Butter? Ja, also ich denke, da kommt mir eigentlich
Ja, vielleicht etwas aus meiner Kindheit in Sinn. Gut, wie es der Name so, schon sagt, das ist schon früher immer so gewesen, Charabuto, das löst irgendwie Fragen aus, woher kommt der Name und so weiter. Ich kann mich einfach erinnern in meiner Kindheit, und ich glaube, das war für mich schon wirklich sehr einmalig gewesen, ist, mein Vater, der kommt ja eben, wie gesagt, aus Sizilien, und wir haben immer in der Sommerferien eigentlich die weiteste Reise gemacht von allen, also in meiner Primarschule, sind immer alle sehr beeindruckt gewesen, wie weit ich einmal die Sommerferien und also bis abend, genau, das ist irgendwie Tage, ich kann mich erinnern, es ist Tage gegangen, irgendwie mit dem Auto, dann mit dem Schiff und so weiter. Es hat sich immer gelohnt, es ist eine unglaubliche Familie, hat dort auf uns gewartet. Und ich glaube, das Umfeld dort, wenn wir dort wie auch eine Wärme und so weiter entgegenkommen, ist, das ist wirklich einmalig gewesen. Ich glaube auch von meiner Mutterseite, meine Mutter ist Toggenburgerin, sie hat 11 Geschwister. Und unsere Wochenende sind relativ chaotisch abgelaufen. Wir waren irgendwie 20, 30 Leute gewesen bei meiner Großmutter und es war ein riesen Chaos. Also jetzt in Toggenburg? In Toggenburg. Ja, und was in Sizilien auch? In Sizilien war auch Chaos, ja. Gewesen, natürlich. Und so bin ich irgendwie aufgewachsen und in einer sehr warmherzigen Umgebung, also bei beiden. Und die Familie war immer sehr wichtig. Und ich glaube, das ist etwas, was ich denke, ist vielleicht für mich schon einmalig, was mich doch prägt. Ich denke, es ist auch etwas Spezielles, wenn man das erleben darf. Mhm. Das bin ich überzeugt. Jetzt hat es viel Zeit gegeben, zum Überlegen. Also, wenn man dann sonst natürlich solche Fragen macht, nur mit jemandem allein, dann gibt es natürlich nicht da, dass man dann zwischendrin wieder überlegen kann. Dann kann man dort natürlich nachfragen. Also, für mich ist jetzt, also, wenn ich so zurückdenke, ist ganz einmalig gewesen, der Schritt, den ich gemacht habe, aus einem sehr bürgerlichen Elternhaus raus nach Paris. Ich habe dort an der 1. Mai-Demonstration im 1968 teilgenommen und bin dort verhaftet worden. Ich war dort im Gefängnis. Mhm, ja. Ich habe also eine Nacht im Gefängnis verbracht und ich habe, das war also gar nicht lustig. Ich habe die ganze brutale CRS erlebt. Also ich hatte sehr viele blaue Flecken gehabt. Ich bin absolut friedlich mitgelaufen, weil ich bin neu in Paris war und habe eigentlich die Hälfte gar nicht verstanden, was hier abgeht. Weil ich wollte einfach an Zobo mich einschreiben an einen Sprachkurs und dann haben sie gesagt, du musst hier mitkommen. Dann bin ich einfach mit, oder? Und das ist für mich sehr, es ist für mich sehr prägend gewesen und ist so, hat für mich so ganz ein differenziertes Verhältnis gegeben zu jeglichen polizeilichen Aktionen. Also ich habe heute noch, wir sind vor kurzer Zeit mal im Ausland gewesen, wo die CRS aufmarschiert ist, da komme ich Panik rüber. Da muss ich also flüchten. Wie sind Sie denn wieder rausgekommen? Ich habe dank Beziehungen. Also ich bin in einer Familie gewesen, wo der Präfekt von Paris in dieser Familie gelebt hat. Und die haben dann eine Vermisstmeldung aufgegeben und so bin ich dann dort wieder rausgekommen. Aber es sind Verhältnisse, wo unbeschreiblich sind, wo ich jetzt eigentlich auch keine Lust mehr habe, um das jetzt noch mal näher zu beschreiben. Aber es war nicht lustig gewesen. Ja. Aber es hat mich geprägt, dass ich einfach sehr differenzierte Staatsgewalt begegnet bin im ganzen Leben. Eindrücklich. Was ist, sagen wir es mal so, das Unkonventionellste, was Sie je gemacht haben bis jetzt in Ihrem Leben? Gut, ich habe das am Anfang erwähnt. Ich hatte einen Beruf. Ich war Primarlehrerin. Das ist ein super Beruf. Ich habe irgendwann aber gemerkt, dass ich neugierig bin auf noch mehr, auf noch etwas anderes. Und ich habe mich dann eigentlich entschieden, ein Studium anzufangen, nochmal von null anzufangen. Ich habe ein Studium? Ich habe internationale Beziehungen noch in Genf studiert. Ich habe immer Menschenrecht in dem Sinn studieren und das ist dann auch möglich gewesen. Aber ich glaube trotzdem, so ein bisschen der Wechsel aus dem doch sehr privilegierten Leben, das ich hatte. Ich hatte eine Wohnung, wir sind jeden Abend in Ausgang, es war eine geniale Zeit gewesen. Um den Koffer zu packen, wegzugehen, in eine WG und so das Studentenleben anzufangen, das ist doch noch recht ein Umbruch gewesen. Aber ich würde das nicht missen, es hat sich gelohnt. Da haben wir ja schon einiges Unkonventionelles gehört. Gibt es noch mehr in deinem Leben?
Also für mich war es das Unkonventionellste gewesen. Und ich glaube, die Mütter, die hier drin sitzen, die können mich verstehen, als ich Mutter geworden bin. Also ich war also relativ unabhängig, berufstätig gewesen, und dann bin ich plötzlich Mutter geworden und bin zurückgeworfen worden, kann ich jetzt heute mit Lachen sagen, auf ein Kind, das ich gestillt habe. Und mir hat das wahnsinnig Mühe gemacht am Anfang. Und ich habe alle Hochachtung vor allen Müttern, die den Weg beschreiten. Warum Mühe gemacht? Das ist doch der Traum von jeder Frau. Ja, das meint man so. Und da ist, ich glaube, das ist einfach auch nicht so ganz ehrlich. Weil man kann sich nicht vorstellen, was es bedeutet, wenn man 24 Stunden plötzlich muss so für ein kleines Wesen verantwortlich sein, wo man eigentlich noch gerne zurecht begreift, was er eigentlich für Bedürfnisse hat. Das habe ich auch schwierig gefunden. Mhm. Wir gehen einen Schritt weiter. Das, was Sie jetzt erzählt haben, Ihren Lebensweg, Ihren Lebensplan, inwieweit hängt der vielleicht irgendwo mit Ihrer Erziehung zusammen? Oder eben vielleicht gerade nicht mit Ihrer Erziehung? Fangen wir hier an. Prägt worden von der Erziehung? Prägt worden von einem sehr bürgerlichen, patriarchalischen Elternhaus. Also darum vielleicht auch der Ausbruch den im Mai 68, ganz sicher. Beispiel für das bürgerlich-patriarchalische? Wie? Wann haben Sie denn müssen zum Beispiel als Jugendliche am Abend daheim sein? Das heisst, also mein Mann war dort schon mal im Spiel. So, wir könnten den nicht. Also es war natürlich sehr kontrolliert. Und also mein Vater war da ganz ein richtiger Kontrollfreak. Und sie war natürlich in dieser Zeit, noch, das dürfen wir nicht vergessen, wo der Mann ist das Oberhaupt der Familie. Mhm. Ja, Patriarchat heisst also, das natürlich. Ja, aber es war also da so. Man musste folgen. Ja, genau. Und die Frau musste auch folgen. Ja. Also die Mutter hatte keine Möglichkeiten, um etwas und zu beeinflussen. Und die Tochter hat rebelliert? Ja. Ziemlich, ja. Eine Frage, einfach ein paar Jahrzehnte später. Wie hat denn die Erziehung, die Sie genossen haben, sich auf die Erziehung von Ihren Kindern ausgewirkt? Haben die einfach dann dafür alles dürfen machen? Nein, sie nicht alles dürfen. Aber wir haben natürlich hier in dieser Zeit ja auch sehr viel Literatur zu sich genommen. Und das mein Lieblingsbuch hier war die Familienkonferenz. Hat vielleicht noch ein paar, die da drin sitzen, die auch kennen. Und habe dann aber hier relativ kurz, innerhalb von kurzer Zeit festgestellt, dass mit 3 Kindern das nicht funktioniert. Anti-autoritäre Erziehung mit 3 Kindern, das ist nicht mehr möglich, da geht man sonst kaputt. Ja, ganz genau. Und ich denke schon, also wir haben unsere Kinder viel freier erzogen. Das ist ganz sicher so. Aber wir haben dann gewisse Richtlinien mit auf den Weg geben. Da bin ich sicher. Hackpfeil einschlagen, an denen sich können orientieren können. Genau. Schön. Ihre Erziehung und die Auswirkungen auf Ihr heutiges Leben befinden? Ihr heutiges Verständnis vielleicht von Jugendlichen? Gut, ich glaube, ich bin eigentlich aufgewachsen, ich komme aus einer nicht akademischen Familie. Ich glaube, dass mich das schon geprägt hat, insofern, dass mir auf den Weg eigentlich gegeben worden ist und auch der Glauben an mich selber, dass es möglich ist, eigentlich von null auf etwas von vorne anzufangen und etwas können zu erreichen mit sehr viel Willen, sehr viel Engagement. Und ich glaube, dass darum die Herkunft durchaus etwas mit dem zu tun hat, dass ich auch gesagt habe, ich versuche das und ich mache das Studium, auch wenn ich es selber verdienen muss, das wird schon irgendwie gehen. Und es ist auch irgendwie gegangen, es ist sogar sehr schnell gegangen, weil ich denke, okay, ich muss das irgendwie möglichst schnell hinter mich bringen, damit da wieder andere Zeiten kommen. Also da kommt mir irgendwo alles sehr, sehr bekannt vor. Sehr, sehr bekannt vor. Und wie ist jetzt da, stellen Sie sich jetzt vor, Sie sind 80, an Ihrem 80. Geburtstag. Auf was möchten Sie, gilt übrigens für beide jetzt so quasi als Schlussfrage, auf was möchten Sie im Rückblick auf Ihr Leben an Ihrem 80. Geburtstag können stolz sein? Ja, das ist frei, ja. Gut, 80 ist unglaublich, oder? 80 wäre super, oder? Jawohl. Ja.
Gut. Soll ich anfangen? Nein. Gut, eben, Gesundheit kann man nicht sagen, das hat man irgendwie nicht in der Hand, ja. Leider. Ich glaube, wenn ich zurückblicke und auf was würde ich stolz sein? Ich glaube, ich würde dann stolz sein, wenn ich könnte sagen, ich habe mich sozial engagiert, ich habe mich engagiert für ja, dass es Leuten besser geht auf irgendeine Art und Weise, und zwar beruflich, aber auch privat, da rede ich jetzt wirklich nicht nur von meinem Beruf. Und dass man irgendwo versucht, etwas zu verändern und durchaus zum Nachdenken anregt und Spuren hinterlässt. Also ich glaube, da wäre ich sehr zufrieden, wenn ich könnte sagen, ich habe etwas können bewirken, dass es irgendwie gewissen Leuten besser geht. Ich glaube, das ist ein Traum von uns allen, Spuren zu hinterlassen. 80. Ja, also ich kann das nur unterstützen. Und ich habe der Heidi Hansmann vorhin gesagt, sie hat eigentlich schon alles gesagt, was ich mir so überlegt habe, wenn ich jetzt sagen würde, wenn ich 80 wäre, auf was ich stolz wäre. Ja. Und ich wäre sehr stolz, wenn wir die Fragen, die wir jetzt in der Frauenzentrale noch bearbeiten, einfach nicht mehr bearbeiten müssten. Da wäre ich wirklich stolz drauf und da noch etwas weiterhin beitragen kann. Und das andere, denke ich auch, ist, nachdem ich jetzt eben pensioniert bin und nicht so viel Zeit, aber ich habe ein gewisses Mass an Zeit für meine Enkelkinder. Mhm. Und da tue ich die Mädchen um. Ich habe 5 Enkelinnen und 2 Enkel. Und es gibt noch mehr. Mhm. Und, und ich finde es unheimlich schön, wenn ich ihnen auch etwas noch so von Wertvorstellungen kann mitgeben kann und ihnen auch etwas noch kann vermitteln kann. Und zwar, ich denke auch, etwas kann vermitteln von dieser Zeit, wo jetzt ja auch die Frauenzentrale so viel bewirkt hat. Also wenn man an diese Zeit zurückdenkt, also an meine Zeit, jetzt, wenn ich 50 Jahre zurückdenke, wenn ich etwas von dem auch, von diesen Werten dieser jungen Generation kann mitgeben, die das vielleicht ja gerne nicht mehr so erlebt hat. Also sie wissen ja eigentlich gar nicht, was es alles gebraucht hat. Ja. Ja, da sind wir jetzt natürlich bereit schon auf einem sehr, würde ich sagen, fast moralischen Schenk. Ich würde aber gleich nochmal auf die Enkel zurückkommen oder einfach auf Kinder. Oder sie stellen sich vor, sie haben Enkel. Auch noch so einen heiteren Punkt am Schluss. Was würden Sie Ihnen Enkel erzählen als blödsinnigsten Streich, den sie als Kind dargestellt haben. Als Kind, ja. Also da muss ich jetzt sagen, ich weiss nicht, ob bei mir Demenz schon anfängt, aber da weiss ich nicht mehr so ganz genau. Also bei mir ist es ein bisschen später, wenn ich mich eigentlich noch ganz gut erinnern kann. Und zwar habe ich hier einen Chef gehabt, der auch so ein wahnsinniger Patriarch war. Und er hat immer das Gefühl, er brauche die Frauen nicht. Er war ein Textiler, ein St. Galler Textiler übrigens. Ja. Da gibt es ja immer noch dort in St. Gallen. Da ist ja, aber gibt es noch Textiler oder Patriarch? Patriarchalische Textiler gibt es noch in St. Gallen. Ist gut, ja. Und ich habe mich so gut drin. Er hat immer das Gefühl gehabt, er wisse alles und er brauche niemanden. Und ich habe ja gewusst, wenn ich ihm einmal alles geliefert habe. Ja. Dann habe ich mich mal... Welche Funktion hatten Sie dort? Ich war dort im Einkauf tätig. Jawohl, ja. Und ich habe dann ihm, und er hat dann hier angefangen, im fernen Osten einzukaufen. Und ich habe hier schon gesagt, das kommt nicht gut, weil das ist die Qualität, die wir in St. Gallen haben, die könnt ihr nicht liefern. Und es war auch so gewesen. Und er hat immer behauptet, ja, das stimmt. Und dann haben wir einen ganz berühmten Couturier von Paris, ist dann da auf Besuch gekommen und dann hat er ihm das vorgelegt, oder? Und hat aber nicht gewusst, dass er dem St. Galler Produkt vorgelegt hat, weil ich ihm das so vorgelegt habe. Und der war total begeistert gewesen. Und hat dann aber leider Gottes müssen merken nachher, dass der ja gerne gestimmt hat. Er hat gemeint, er hätte dem Japanisch oder Chinesisch oder weiss nicht mehr was war, verkauft. Und dabei hat er am St. Galler Stickerei verkauft. Und ich habe mich so königlich amüsiert, dass er es nicht gemerkt hat. Er, der Patron. Hätte dann aber müssen zahlen dafür. Ja, das ist aber ein sehr schönes Schlusswort. Königlich amüsiert. War das will mit irgendeinem Gleichen noch? Ich habe mir gerade überlegt, irgendwie, ich bin in einem sehr grossen Hochhaus aufgewachsen. Wir sind in einem Hochhaus. Hochhaus, ja. Wir sind eine ganze Bande von Kindern. Wir haben es recht gut organisiert, auch hier schon.
Und es hat viele Sachen gegeben. Also auch etwas, wo man jetzt vorhin sind gekommen ist, es hat irgendwie 50 oder ich weiß nicht, wie viele Briefkästen gegeben, oder wenn man gerade so gekommen ist an das Haus ane. Und irgendwann haben wir uns zum Hobby gemacht, einfach warten, bis der Pöster kommt, alle Briefe rausnehmen, alle neu verteilen und dann schauen, was passiert. Wunderbar. Also, ich glaube, wir sind alle zusammen animiert. Erstens einmal noch viel so Geschichten zu hören. Und wie gesagt, wir sind ab sofort natürlich offen, solche Geschichten zu sammeln. Ich komme gerne vorbei. Man kann sich auf der Homepage orientieren, wie man da dazu kommt. Ich danke ganz herzlich. Es ist klar, im Original würde ich natürlich überall noch nachhaken. Oder? Und immer fragen, wie war jetzt da gewesen? Und wie war jetzt da gewesen? Aber es war also herrlich gewesen. Eins, auf dich komme ich dort sicher noch mal zurück. Ja. Und auf dich gerade auch, Ramona. Danke dir vielmals.